So, und da sind wir wieder. Und ich hatte heute Bock, diesen Bossgegner zu besiegen. Und das klappt anscheinend nicht wieder. Also wieder nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ansonsten ist das immer ziemlich leicht, hier durchzukommen. Sterbe ich höchstens einmal, aber heute ist wohl einfach nicht mein Tag. Ein Snowrunner wollte ich früher mal haben, habe ich aber dann bekommen und jetzt nützt er mir nicht mehr so viel. So, hier war ich schon und da sind die Gegner. Komm her. Also wirklich stark sind sie aber nicht. Oder ist Blau schwächer als Weiß? Erstmal die Range-Gegner platt machen. Oder besser gesagt die Ranger. Weil das sind Ranger. Wo ist denn jetzt der Bossgegner hin? Der wird mir gar nicht mehr angezeigt. Okay. Killer Croc ist auch nirgendwo. Dieses Spiel macht zusammen auch viel mehr Spaß, denke ich mal. Ich habe es noch nie im Multiplayer gespielt, weil irgendwelche Probleme waren da. Also da gab es bisher immer Probleme im Multiplayer für mich. Irgendwie hat das nie geklappt. Boah, nur Range-Gegner. Ein ganzen Raum voller Range-Gegner, okay. Ist ja nett. Und demnächst möchte ich auch mal wieder irgendein Horrorspiel spielen. Die Playlist muss ich ja auch mal füllen für die Horror Games. Und bald habe ich die 10.000 Aufrufe-Marke überschritten. Da war Killer Croc also. Ausdauer von dem geht gerade massig runter. Der hat ja nur noch eine Ausdauer. Und hier findet man irgendwie immer nur Bomben für Stufe 1. Und das war ein Bug. Habe ich auch schon früher herausgefunden, dass man einfach nur wieder was aufheben kann, obwohl man eigentlich schon tot ist. Und hier in den Kisten, die man öffnet, ist auch wirklich mal was drin. Will ich nur mal gesagt haben. Falls ich hier mal eine Kiste finde. Ist aber doch schon ein ziemlich großer Dungeon. Da ist der Bossgegner. Der gibt uns Platinum Coins, glaube ich, wenn wir den besiegen. Komm her, du Colli.
mischt sich natürlich sofort ein. Ich muss jetzt erstmal. Ich wollte nämlich vorher schon meine meine Tränke ausrüsten, aber dann kam der ja sofort. Ja, heil dich doch auch, du Arsch. Stirb. Hey, ich habe auch nur zwei eingesetzt, ne? Nur zwei Tränke. Blockt der Sack auch noch. So, ist er gestorben. Was hat der mir gegeben? Legendäres Schild. Erstmal hier aufskillen. Ne, ich mach mich nicht schneller auf meinem Tier. Ich mach Hanglider schneller. So. Tatsache, ein legendäres Schild. Arakuns Superb Iron Shield. Ah, ich bin aber kein Warrior. Ah, die Fair Cotton Boots könnte ich mal anlegen. Ja, die sind in vielerlei Hinsicht viel besser. Und die geben ja massig XP, habt ihr ja gerade gesehen. Oh, wie ich die Range-Gegner hasse. Selbst wenn man auf dem hohen Level ist, sind die immer noch stark. Mein Killer Croc überlebt das sowieso nie. Solche Kämpfe. Der rennt ja immer direkt drauf. Okay, das ist jetzt unfair. Warum müssen die in jedem Raum sein, diese scheiß Range-Gegner, ey? Geht doch einfach sterben. Wirklich in jedem Raum sind solche Range-Gegner. Die geben einem nur auf die Nerven. Oh. Ja, die sind doch wohl. Besser. Aber die sehen nicht so cool aus. Irgendwann, wenn ich hier Power 100 habe, dann werde ich meine alte Rüstung, die ich hier jetzt gerade anhab, aufbessern. Also wieder normal. Da gibt es nämlich ein Haus, da kann man diese Platinum Coins ausgeben und dann werden die Sachen, die man da in Auftrag gibt, an sein Level angepasst. Also wenn ich die Power 100 habe, was glaube ich maximal ist, werde ich das machen. Erstmal Kaninchen schlachten. Können wir ja eh nichts mehr anhaben. Aber dieser Palace hier, der war richtig leicht eigentlich. Auch wenn ich öfters gestorben bin. Kann aber auch daran liegen, dass ich nie ausgewichen bin und so. Weil ich das auch ziemlich unnötig finde, auszuweichen. Kann ich gleich mal in einem Kampf zeigen. Oder besser auch nicht, jetzt ist nämlich der Part vorbei. Also.